Einen wunderschönen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir hier vor unseren geilen Schmelzöfen. Und dahin schmelzen sind sie. Wir sind weiterhin auf der Suche nach Planken. Genau. Der Plankensuchsimulator sollte es eigentlich heißen. Boah, wir können einen Bogen bauen jetzt. Ja, habe ich dir doch gesagt. Habe ich nicht zugehört. Ich hasse bei Bogen immer, dass man Pfeile bauen muss. Ja, das stimmt. Aber mit dem Bogen und Pfeil und Bogen kann man die Dings töten. Tauben. Ja, ich weiß nicht, wie sie heißen. Das ist mir auch egal. Möwen. Du hast echt ein Problem mit denen. Das ist korrekt. Ah, ich verdurste. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt mein Ziel für diese Folge, dass wir den Reiniger bauen und Plastikflaschen und dann uns fortab so ernähren. Mit Plastikflaschen, oder wie? Ja, und Reinigern. Okay. So wie ich mich meine ganze Kindheit ernährt habe. Klingt sehr gesund. Ja. Was schmilzt denn du da eigentlich? Glas? Ui. Mann, jetzt wird fertig, Süßwasser. So knapp so. Vorbeigeplankt hier. Jetzt geht's mal wieder gut. Jetzt brauche ich 8 Planken. Wer hätte es gedacht? Dann können wir einen Reiniger basteln. Rüdiger basteln. Boah, Alter, steht denn zu dicht hinter mir, Mann. Was ist denn dir los? Metall. Wie schaut's damit aus? So, im Großen und Ganzen haben wir ja übrig. Erz habe ich noch. Fülle ich auch gleich mal auf, zack. Zack. Super. Jetzt habe ich jetzt noch 6 Stück. Ich angle immer ein bisschen. Da habe ich Bock drauf. Das ist eine gute Idee. So, habe ich den Speer schon gebaut. Ich will eigentlich immer noch. Achso, ich will den verbesserten Speer bauen. Das oh, da ist wieder ein Hai. Hab jetzt genug Planken. Natürlich nicht. Adino. Fuck, Herz hat. Zettala! Es ist gar großartig. Ich wollte angeln. Das war mein eigentlicher Plan. Kannst du mir mal einen Angelstuhl bauen eigentlich? Ein Angelstuhl? Man kann tatsächlich einen Stuhl bauen und kann auch drauf sitzen, aber man kann leider nicht angeln währenddessen. Oh, jetzt fällt mir gerade was anderes ein. Und zwar, wie füllt man denn auf, den Reiniger? Da, auch mit Salzwasser, glaube ich, oder? Mit unserem Becher, da braucht man eine Schale. Ne, das geht. Boah, ich habe einen alten Schuh geangelt, das ist ja voll geil. Echt? Ja. Komm mal. Ja, Gott, mit der Tasse muss man halt ein paar Mal hin und her rennen. So. Schüssel geht's dann wahrscheinlich auf einmal. Boah. Haust du ab. Nein, hab ich schon wieder mit in die Tiefe gerissen. Und ein Stückchen rausgeknuspert. Das ist ein wilder Hund. Todesmutig. Was zum Beispiel ist jetzt. Wow! Das war sehr witzig. Ja, das war eigentlich echt schon wieder cool. Ich will mich gar nicht drüber auslassen, was für ein Arschloch du bist. Und ein Fass, inseltechnisch ist ein bisschen mau. Ich kümmere mich mal weiter ums Angeln her. Braucht man für die Flasche noch Glibber? Glibber, ja, da braucht man eine Insel, wohl oder übel. Mein Gott, schau mal, ist ja schon total voll, wir können schon richtig was trinken, ey. Gluck, 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 gluck. Mega geil, das Ding. Kann ich eigentlich nur noch Buntbärsche oder alte Schuhe angeln? Also, da freue ich mich auf euch sackrisch drüber. Das ist schon toll. Offeln ist ein bisschen, wird auch mal ein bisschen schwindelig, aber. Das ist die Flasche schon praktischer. Das ist echt dann schon der Hergestellt. Da konntest du aber was einpflanzen in den Schuh. Das ist echt wieder so eingebaut, dass man immer drum rumgehen muss. Obwohl, von hier aus kommt man überall hin, oder? Ja. Den Schuh, ja, habe ich erst schon überlegt, ob man da was an kann.
Ich, ein zweites Lager brauchen wir auch, Alter. Ich kann nichts mehr tragen. Instant, der halt angreift. Ja, ja, das geht nicht, da brauchen wir ein Scharnier. Unser Inventar mal ein bisschen sortieren. Ja. Noch weg. Zügel. Ein Blätter. Kupfstoff. Ah, der kann er hier noch. Glas. Den einfachen Reiniger schleudere ich. Zack. Den esse ich und jetzt habe ich wieder massig Platz. Traumhaft. Oh, da schwimmt was davon. So. Also ich kann ja noch Buntbärsche angeln, aber das macht ja nichts. Da vier Planken musst du da reinlegen. In wen? In die Schmelzöfen. Achso. Hm. Und Planken lassen sie gar nicht so einfach reinlegen. Nee. Ich habe zum Beispiel auf die linke Schulter getippt, stand aber rechts. Das hat sofort nach rechts geschaut, die Planke. Heftig. Kannst du nichts machen. Achso. Ach, wenn wir die Flasche haben, können wir eine Sauerstoffflasche erfinden. Da geht einiges an. Was brauchen wir eigentlich für die Leiterplatte? Oh! Die können wir sogar machen. Was? Insofern wir hier irgendwo Kupferbarren haben, was wir nicht haben. Ne, müssen wir noch schmelzen. Jetzt wird mir aufhören, die ganze Zeit die Sachen zu mit dem Haken rauszuholen, die sowieso in unseren Netzen landen würden. Ja, das ist also eine Eigenschaft von mir. Jetzt ist unser Fass ins Netz gegangen. Ja, gerade geil, hä? Ich glaube, das erste Mal, seitdem wir dieses Spiel spielen, voll Wasser anbelangt. Ja, der Reiniger ist echt cool. Knuspern kann dir mal wieder was. Wie schaut's denn aus auf dem Grill? Ja, wunderbar schaut's aus. Große Optik. Was kann ich drauflegen? Ein Hai habe ich noch. Ich hab auch was. Du hast schon den ganzen Hai geomnommt. Kann doch gar nicht sein. Also das, was du da draufgeschmissen hast, das war ja, das ist ja ewig und der Tag her. Ja. Der wäre schon lang, der wäre schon dreimal verhungert. Oh ja, zwei Fassel. Ah, du Huso! Verreck! Okay. Mal schnell abgewehrt. Ja, so muss das immer laufen. Aber ist man nicht drin, gell? Eben nicht, ne? Ja, da war halt einfach dreimal Schrott und einmal Kunststoff drin im Fass. So ein Käse. Ein Schrottfass. Käsefass. Käsefuß. So viel Planken drin und da meint man eigentlich, ja, Planken habe ich nur. Nein. Nicht mal annähernd. So. Alter, Plotte herstellen. Erforschen. Zack, zack, zack. Antenne, ja, Wahnsinn. Krass. Sprinkler. Achso, für Felder oder wie? Ich habe noch viel zu wenig Metall, aber interessiert dich nach wie vor nicht, oder? Haben wir das irgendwo gepumpt? Achso, ich hab Metallbarren. Brauchst du Barren, oder? Ja, Barren brauche ich bitte. Ein oder zwei. Traumhaft. Jetzt geht's auf. Haben wir da ausgestattet, hä? Man nannte mich nicht zum Spaß, der Mann, der alles schmolz. Was für ein Spaß, jemand so zu nennen. Unglaublicher Spaß. Okay. Flossen kann man erst bauen, wenn wir auf der Insel wieder waren. Wobei, ich habe auch Kletterpflanzen, glaube ich. Also, so Leiterplatte hast du jetzt eh schon gemacht, oder?
Ja. Batterie könnte man machen. Ja. Was braucht man für die Laterne? Ich hätte echt gerne mal so ein bisschen Licht, wenn es dunkel ist hier. Gibt es eine Laterne? Ja. Nochmal Schrott. Meine Laterne. Hast du die schon gebaut? Ich baue auch Ja. eine. Mach meine. Ja, und ich habe. Forschungstisch, da gehört die hin. Wunderbar. Mein Gott, wie schön. Ja, wahnsinnig Habe schön. die Die haben immer so schön grauenhafte gebaut. Angst, dass man die mit Planken befeuern muss. Kupferbarren. aber da haben wir wie so eine Mikrowelle angezeigt oder so. Wo sind die? Oder muss man die anderen. Ach ja, hier, der Empfänger. Bei Also Batterie, Leiterplatten, da muss ich Scharnier. irgendwas gebaut. Hast du gebaut? Sehr gut. Ja. Das Lager kann man nicht bauen, wenn man Bolzen, Scharnier dafür braucht, oder wie? Scharnier kann man ja auch craften. Oh, Das ist auch Fernglas. einfach. Scharnier habe Du hast mir eh einen Airpost, ich baue ein zweites Lager. Und dann sortiere ich mal ein bisschen. das Kanister. Heilsalbe. Du hattest mir doch Eisen gegeben. Wo ist denn das schon wieder hin? Aber das ist schon wieder ballert. Oi, Benny, Rucksack. Ah Gott, da brauchen wir Leder. Das ist cool, ne? Aber da sind wir noch weit davon entfernt. Oh, Leder ist ja generell ganz hart Mangelware bei uns. Warum ist denn da nichts in unserem Elfen drin, hä? Das schmeckt mir ja gar nicht. Boah, ich glaube, ich habe allmählich echt mal ein paar Planken zusammen. Mein Gott, 16 Ja. Stück. 17. 18. Das ist dann nicht wirklich viel, gell? Ne, ich sammle die permanent ein, aber ich verbrauche es eigentlich auch immer wieder. Den Hai wollte ich eigentlich gar nicht hochheben. Also aufnehmen. Ah, wann kommt noch mal wieder eine Insel fix? Wir brauchen mal Sand. Und Glibber vor allem. Legen wir uns mal wieder hin, vielleicht kommt dann eine Insel, keine Ahnung. Stimmt, das ging ja auch, gell? Weil vielleicht sollte man echt noch ein bisschen. Ich habe wirklich das Bedürfnis, einfach nur Planken zu sammeln die ganze Zeit. Ja. Muss ich eigentlich angeln? Oh, stimmt, angeln könnt ihr auch mal wieder. Aber immer wenn ich gerade so schön dabei bin, dann kommt dann Fass und Planken und. Ja, aber unsere Dings sammelt jetzt echt schon gut was, ey. Wird besser auf jeden Fall. Ja, wir sind auch voll im Strom. Jetzt kommt eine Ladung Planken daher. 4 Stück. Das schaut immer geiler aus, als es ist. Ich habe ja schon zwei angesammelt. Ich habe mir gedacht, ich muss die schnell mal schnappen, wenn du es machst. Damit ich auch mal welche habe. Ich wollte gerade sagen, damit du dann den Ofen befeuerst statt ich. Ja, es bleibt sie wirklich vollkommen gleich, aber. So, jetzt schau her, jetzt wird's gleich richtig grantig. Oder auch nicht, weil ich schon wieder nichts finde. Ah, hier. Okay, brauche ein Scharnier. Was denn? Hier ist das Maria. Okay. Jetzt brauchen wir Batterie. Hörst du, oder? Ja, die habe ich, beziehungsweise hat die das Lager. Bin natürlich kein Platz im Inventar. Antenne müssen wir dann noch. Ah, das geht ja. Nur eine Leiterplatte. Ah, gut, jetzt habe ich keinen Clipper mehr. Den habe ich noch. Batterie benötigt, ja, die habe ich hier. Wo tue ich die hin? Ah, da. Okay.
Was machen wir mit Glibber, Omi? Dann müssen wir die drei Antennen anschließen. Ach, drei. Die Stecker. Ne? Ja gut, dann scheiß auf den Glibber, dann brauchen wir eh früh mehr. Genau. Achso, da unten dann quasi. Ricky, Alter. Mhm. Erfordert mehr Höhe. Neue Notiz hinzugefügt. Okay, wo war jetzt das BT, oder? Wie mehr Höhe. Zoll erhöhen. 0522, und was kann ich damit machen? Ah, das heißt aber nicht, dass man ein Stockwerk brauchen, oder? Braucht man nicht, obwohl doch, kann sein. Doch, oh, da kommt eine Insel. Auch in ersten Stock gebaut. Wollen wir das fassen oder fahren wir nicht hier? Ja. Okay. So macht man das. Ja, boy. Großartig. Boah, Stockwerk bauen habe ich ja überhaupt keine Lust. Vor allem haben wir null Planken. Es braucht gar nicht so viel. Alter, es braucht Nägel. Ihr seid ja solche Wichser. Ja, aber Nägel haben wir ja ohne Ende eigentlich, oder? Ja, so kommt drauf an, wie viel das wir da brauchen. Schau, da baue ich jetzt her. Oh, voll der Aussichtsturm, Alter. Was ist auch nicht wisst, das ist... Holzboden. Keine Ahnung, wie man da jetzt einen Boden dran baut. Hm. Das weiß ich nicht. Ist egal, jetzt schauen wir erstmal, dass wir zu der Insel da kommen. Genau. Aber ich glaube, wir müssen unser Floß größer machen bald. Ja. Schon sehr zugebaut, das Ganze hier. Ja, kleine putzige Insel, ha, schau mal. Und so einen Anker bauen? Ich nicht. Oh, gute Frage. Ich glaube, ich auch nicht. Das hätten wir uns mal als Ziel setzen. Na, eigentlich. Und Haken brauche ich auch wieder. Ich hab gar keinen Metallbarren. Metallbarren? Kann ich bauen, ne? Achso, den großen würde ich nach wie vor nicht bauen, der haut so übel, ne? Naja. Aber Gott, der Firma hat dann immer unser Rohr, gell? Richtig, ne? Ah. Warte, ich stecke auf die Lotter. Ein bisschen weiter rechts. Ja, ich hab schon voll eingeschlagen. Achso, warte, ich habe ja noch ein Paddel, das muss ich ja eh mal zerstören. Yo. Okay. Das war ungeplant, natürlich knuspert er mich gleich an. Ah, schon nichts müssen. Geschmissen. Super Benny. Steine will ich halt echt nicht mehr abbauen. Nee. Und Palmsamen wollte ich noch nie abbauen. Oh, da kriegst du einen Kokosnussbur. Den kannst du gleich einverleiben. Super. Dein Leibal. Mongo-Kunden. Mann, diese scheiß Wellen, die heben die immer hoch. Ah. Oh, Urwahai.
Eisenerz. Mann, verpiss dich, Alter! Wir sind ja so aggro. Glibber brauche ich auf jeden Fall ganz viel. Immer auch die Flossen bauen. Ja, Glitter gibt's hier, Glibber gibt's hier mal Glitter. Glibber gibt's hier sehr viel. Ja, ich glaube, dann gab's überall sehr viel. Wir waren einfach nur blind. Ja. Jetzt muss ich ein bisschen heilen und was essen. Nein! Oh Mann! Der nervt mich so, Alter. Muss ich wieder Pause machen? Uiuiui. Wir legen wir mal hier. Nach wie vor das Gefühl, dass man da schneller heilt. Ich hab noch gar nichts rausgeholt. Der ist gleich so dermaßen auf mich losgegangen, der Typ. Jetzt habe ich einen Lachs roh gegessen, na super. Das war nicht mein Plan. Sushi. Ja, genau. Ja, lieber das Lager. Daraus machen wir Seil. Geh lieber mal ins Wasser, dass dir der Hai angreift, damit die Anei kommt. Ja, du kannst ja dann sterben und dann. Ich halt. Ich ist ja schon alles glutet, dieses Seetankzeug, leider. Wie schnell bist du um die komplette Insel rumgeschwommen? Ne, komplette Insel nicht, aber ein Großteil habe ich schon. Oder ein bisschen was. Ton echt und nichts. Sand. Sandbomben. Musst man dann noch ein bisschen was abgeben, gell? Ziegel? Ja, das ist schon bauen. Ich möchte später auf jeden Fall noch mehr Schmelzöfen oder so. Ja. 12 an der Zahl. Wenn's langt. Ein bisschen Sand. Ja, jetzt geht auch nicht los und ich habe vergessen, dass ich immer noch nicht so viel Energie habe. Passt schon, halt ihn hin. Nein, er kommt! Was verstehst denn du nicht an, halt ihn hin? Alles. Ach, hier kann man angeln, oder wie? Haben wir gerade gedacht, dass wir es jetzt mal probieren, ob das geht. So auf ganz friedliche Basis. Mhm. Bin ich wirklich fast tot. Hast du erstmal eine Metallbarren daraus gemobst? Ja, und nein, Alter. Danke. 7 Stück, Alter. Du schaffst, gell? Das heißt, wir können jetzt ein Scharnier bauen. Hau du mir auf einmal einen Glibber her. Wir haben genug Seil. Wir machen unser Floß jetzt ein bisschen größer. Die Frage ist nur, in welche Richtung. Was haben wir denn da? 1, 2, 3, 2, 3. Platz braucht dieser geschissene große Anker nochmal. Der ist so unglaublich riesig. Echt? Mhm. Glibber ist im Lager. Achso. Wenn mir einfach rumstehen lässt, bis er mir das sagt. Mach doch nicht Glibber, wenn es Seetang ist. Naja. Seetang, 5 Glibber. 5 Glibber brauche ich, Alter. Dauert 9 Monate, bis ich das zusammen habe. Mindestens. Oh. Wenn jetzt da eine Planke rausnimmt, dann ist unser Schiff echt ziemlich klein hier. Dann haben wir, also das nimmt uns sehr viel Platz weg, dann wenn ich hier den Anker hinbaue. Wäre ein bisschen doof, dann müssen wir es noch größer bauen. Also so diese Manövrierungssorge, was du hattest, die teile ich irgendwie nicht so ganz.
Nee, das ist auch irgendwie besser. Vielleicht haben sie das geändert oder. Ich jetzt hier gedreht, wenn ich vorn bin, das ist jetzt mal egal mit der Folge. Aber ich kann auf jeden Fall nicht mithelfen, weil ich null Planken habe. Das macht nichts. Ich hau dafür am Hai ab, Bäumfurzen. Oida! Willst du mich verarschen? Immer gut, wenn wir ein zweites Stockwerk kommen, dann brauchen wir auch nicht so viel Platz. Ja. Aber ich hätte vielleicht das echt einfach dann quadratisch hier baut, ne? Vom Anker weg quasi, was diese Ecken auffüllen. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Ja, das, was halt hier jetzt fehlt, aufbauen. Ja, ja. Können wir noch machen. Ja. Und dann würde ich es erstmal gut sein lassen. Wieder alle Planken raushauen. Nee. Ja, sowieso. Also. Und dann schauen, dass wir. Ja, die Flossen hätte ich jetzt gern gehabt, aber. Mhm. Die machen wir dann so nebenher. Oh, das Einzige, was jetzt blöd. Ah, das können wir von der Seite machen. So. Ich wollte doch noch irgendwas Tolles bauen, wenn ich den. Lego? Ja. Star Wars, Lego Star Wars Todesstern wollte ich. Das ist super geil, Alter. Sharky. Hallo Kai. Kai, stimmt. Achso, was ich vorher noch sagen wollte. Ich glaube, da hat jemand den Schuh verloren. Mit dem Fuß. Mit was? Mit dem Fuß. Achso. Wie spät einem das einfällt. Ich habe jetzt gerade diesen Schuh wieder gesehen. Oh, jetzt könnte ich mal auch eine Flasche bauen, statt den Flossen. Auch geil. Ich glaube, dass ich da fast mehr Lust drauf habe, ja. Mal. Ja, das wäre auch sinnvoller. Habe ich auf der Insel schon die Kiste gefunden? Nein, gell? Boah, das wird dann echt komplett leer, gell? Und ich kann es ja jetzt nicht auffüllen, weil das Wasser in meiner Flasche ist. Ich muss jetzt meine Tasse aufheben, wie blöd ist denn das? Ne, du trinkst halt, das wäre ja gut, das ist ein bisschen blöd für zwei dann quasi. Ja. Aber da können wir vielleicht auch irgendwann noch ein zweites bauen und sagen, eins gibt mir, eins dir. Ganz, ganz süß. Kann man ja die Flasche vielleicht auch bauen, oder? Vier Glibber braucht man. Ja, da war jetzt echt lange am Rätseln, aber. Wie viel gibt's noch von dem? Glibber, nimmer, Seetang habe ich nur 10. Okay, das reicht ja dann. Setz mal nochmal was an, wenn es Bock hast. Das finde ich echt ein bisschen nervig, dass man das nicht einfach stacken kann. Dass man nicht einfach 10 rein hat und der ballert 10 durch. Das wäre halt echt sinnvoller. Ja. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen tauchen. Wenn es wenigstens ein bisschen schneller gehen würde. Ja, oder so. Okay. Pass auf, da heißt er. Ja. Er hat mir bereits in den Arsch gebissen. Mit dem Fuß? Ja. Wie Eier halt so zu beißen. Ach, jetzt habe ich den Glibbern. Mein Gott, ich hasse mich. Wieso braucht man für eine Leiterplatte Glibber? Was ist denn das für eine Logik? Doch keine Glibberplatte. Oh, schon das zum Trinken ist ja furchtbar, ja. Ihr müsst mal aufhören, Stein zu sammeln, Alter. Ja, ich habe mal schon ein paar Mal eingesammelt und dann wieder fallen lassen. Ja. Wirklich genug davon. Beziehungsweise braucht man ihn halt eigentlich für nichts. Mhm. Essen müsste ich auch mal wieder. Angel ich mal was. Oder was denn draufklickt. Wollen wir das eigentlich einen echten AS mal machen? Ja, unbedingt. Dafür, wir trainieren ja jetzt, oder? Alter, das Vlog mal dann, das schlägt ein wie eine Bombe. Ja. Unbedingt. Wo ist er? Kai, komm ran. Komm ran, Kai. Oh, die Schmelzöfen sind aus und ich habe keine Planken. Das ist natürlich dann hinter mir, der Arsch. Jetzt muss man dann echt mal wieder losdüsen. Boah,
lass mich dieses eine scheiß Metallerz noch abbauen. Jetzt, oh, ich geh gleich drauf. Nein, ich geh gleich drauf. Und ich bin doch so weit im Wasser. Der schnappt mich, der schnappt mich. Ja, dann tauch wenigstens ein bisschen auf. Ja, mach ich doch. Jetzt bin ich am Ufer, aber tot. Nein. Aber bis zum Ufer bin ich, komm mal. Scheiße. Dramatisch. Profi-Gamerin stirbt mit nur 24 Jahren. Die sah halt echt aus, als ob sie schon tot geboren worden wäre. Ja, das habe ich auch gelesen. Ich habe nicht geschaut, was mit der war. Ja, grillen können wir auch nicht mehr, weil ich keine Planken habe. Die Schmelzöfen sind aus. Mach ich mal auf. Ja. Ich habe noch aber auch nicht mehr so viel. Ach, da drum ist er. The Boy. Alter. Ich meine immer, dass das dein Magen in Real Life ist, der so knurrt. Hä, wieso habe ich wieder ein Rezept holen? Das her. Wurde das aus Versehen da rausgenommen, oder? Ne, das haben wir jetzt zweimal. Ja, faszinierend. Mal sogar stacken, macht bestimmt Sinn. Bestimmt. Ja, krieg dich ein jetzt. Ich glaube, der ist schon echt gut voll auf unserem Schiffchen hier. Oh. Barsch ist fertig. Hau und nein, dein Blendschädel. Ach, ich brauche unbedingt den Glibber. Kannst du mir den mal geben, den Seetang? Ja. Oder einfach in einer mal einschmelzen. Ich würde mir auch gerne die Flasche bauen. Jetzt extra ein bisschen Holz reinballert. Wie viel haben wir denn noch? Oh, ich habe noch eine Planke. Das haben wir ja gerade noch rechtzeitig weitergefahren. Ja, Planken, das ist echt übel. Das ist so ein Geschisses. Und wieder ein Unwetter. Aber Hauptsache in dem Fass ist da eine rohe Kartoffel drin. Auf die kommt's an. Da sind ein paar Planken im Anmarsch, aber die würden eigentlich alle vorbeischwimmen. Und zwei Fässer. In 4 Jahren. Da ist der Glibber fertig. Nimm den schnell, dann kann ich. Sehr schön. Wieder neider. Boah, schaut das schön aus, wie die Fassel da aus dem Sonnenaufgang auf uns zutreiben, ha? Okay, Wahnsinn. Ich sammel sie, geh hinter zum Schmelzofen und leg's ab. Ja. So geht das die ganze Zeit. Essen ist einiges fertig, wenn du hungrig bist. Mhm. Ja, was hat er jetzt weggeschmissen? Jetzt habe ich schon wieder Salzwasser dran, ich tipp. Krass, ich habe keine Planken. Wie geht denn das, Alter? Ja, waren das echt die Planken, die er weggeschmissen hat, dieser Wichser? Wo ist das ein Arschloch, ja? Der schmeißt dann einfach so die Planken alle weg. Nein, ich habe Fass aufgehoben, war aber voll. Ach so. Und da war Seil drin, Kartoffel, Stein und Planken. Und die. Alles hat er aufgekommen, bis er. Kartoffelpalmsamen? Ja, das habe ich gerade weggeschmissen. Damit mir das nicht nochmal passiert. Gute Kartoffeln, Mann. Was ist aber los? Wir haben doch für alles. Gerade für Kartoffeln haben wir doch einen so schönen Lagerplatz. Wie lagert der gleich ein paar Kartoffeln? Ja, im Kartoffellager bitte. Ja. Nee. Trockenziegel. Die konnte doch nicht so wahnsinnig sein.
Dass man echt meinen Haken gerendert oder wie? Ja, hört. Das hab ich grad baut, du Arschloch! Achso, jetzt weiß ich, wie du das gemeint hast. Ja, klar. Hatte ich auch so vor, so noch zu bauen. Du hast schon. Hast du noch einen Glibber bitte? Einmal brauche ich. Ich hab. Achso, nochmal Neid oder was? Dann können wir die Flasche bauen und dann bin ich abhängig von dir. Dann lass ich's. Gerade diese Palmblätter. Ich mache ja schon immer gleich Seile draus und trotzdem habe ich viel zu viel Palmblättern. Ja, ich habe es mittlerweile schon weggeschmissen. Ich habe vor 40 oder so ins Lager reingelegt. Ich glaube, ich werde auch gleich anfangen, die Seile wegzuschmeißen. Seile brauchst du aber auch für viele Sachen. Mhm. Alter, da waren nur Kunststoff und Palmblätter drin. Man, das Spiel weiß doch, dass wir zu wenig Planken haben. Kann doch wenigstens ein bisschen human sein. Was müssen wir eigentlich noch bauen? Antennen brauchen wir noch, gell? Antennen und ja, ein Stockwerk. Weiß ich nach wie vor nicht, wie das geht. Wobei, ich würde das Gerät hier unten fertig bauen. Mhm. Weil du kannst hier irgendwie was erhöhen und verringern. Vielleicht muss man das gar nicht weiter umbauen. Also, ich denke schon, aber... Doch, doch, das war, glaube ich, schon so. Warte mal, ich schau mal schnell Holzboden. Da oben bauen kann, nee, geht nicht. Ja, vielleicht muss man erst eine Holzwand bauen oder so. Ich glaube, das war der Deal. Boah, das stinkt ja dann heftig. Mal dessen, dass man die da schon wieder gar nicht hinbauen kann. Kann man die über einen Anker wenigstens bauen? Holzwand kostet 4. Warte, man kann die Treppe nochmal woanders hinbauen? Ja, das geht. Okay. Das ist schon mal was wert, wenn man über... Ja, dann machen wir den zur quasi. Ah, und dann kannst du den Boden bauen. Okay. Ja, ja, das wäre cool, wenn das jetzt wie bei Forest, dass man das vorbereitet. Mhm. Achso, wenn man ganz zur machen, kann man den nochmal bedienen. Okay, das hat sich... Hoppala, da ist die Möwe tot. Ich bin ja ein Holzkopf. Kann ich die Möwe jetzt aufheben? Hast du jetzt die Möwe getötet? Ja. Benny! Musste sein. Schau ihn dir an, hä? Mit dem Bogen. Ich weiß nicht, ob die tot ist, die ist so. Die liegt da halt, gell? Die stellt sich nur tot, damit du sie in Ruhe lässt. Hau halt nicht nur drauf. So, du hast mir echt ein bisschen ein schlechtes Gewissen angeht. Konntest du dir jetzt aufnehmen? Ja. Hoher Geflügelschenkel, ja, Gott sei Dank. Weil bei mir war es ja nämlich einfach nur so wie erstarrt da gelegen. Und Federn. Ich wollte mir einfach was anderes essen wie Fisch. Ich bin so grenzwertig voll mit allem her. Es ist einfach nur zum Kotzen. Gott, ist das hier alles voll. Ach gut, dass mir schon wieder Planken fehlen. Ich hab's ja echt nicht gedacht. Wie kommst du drauf, dass dir keine fehlen? Nee. Oh. So, was macht unser Schmelzöfelchen? Melzt fröhlich vor sich hin. So. Boah, wir müssen auch die ganzen Dinger hier mal reparieren, geht das denn auch schon alle kaputt? Ach du Scheiße. Die Antenne muss man ja irgendwo hinbauen. Ja Gott, die bauen wir dann da oben hin, oder? Mhm. Die Treppe da die nochmal wegreißen und uns rübersetzen dann? Ich auch. Nein. Geht nicht. Was? Ich kann den blöden Haar schon wieder nicht aufnehmen. Also ich kann die Treppe nicht wegreißen, gell? Ah, mit der Axt wahrscheinlich wieder. Ja. Okay. Aber, warte mal, bevor du die wieder baust. Ich glaube, man kann einfach eine Leiter bauen. Das ist wesentlich weniger. Okay. Glaube ich. Ja, dann bauen wir jetzt erst normal den Boden fertig und dann... Genau.
In 4 Monaten, wenn wir genug Planken haben. Ich wollte noch ein Lager bauen. Jetzt kann ich ein Lager bauen. Wenn man das jetzt findet, ist doch alles schon viel zu voll. Ich stelle es jetzt mal irgendwann die Seite kurz. Bleibt eigentlich dieses Lager her. Ich würde da gerne so ein bisschen Essen drin lagern. Okay. In dem Glorner oder was? Neben den Grillstellen, ja genau. Den Bauplan für den Empfänger brauchen wir doch gar nicht, oder? Keine Ahnung. Und für die Antenne auch nicht. Den kann man erforschen. Die haben wir schon, ne? Und wenn ihr den jetzt reintun, macht er was? Erforscht, genau. Ja, dann hauen wir den mal weiter. Wieder was weniger im Inventari, gell? Wunderbar. Ein Blatt da. Wo ist jetzt das kleine Lager hin? Kleines Lager aufnehmen, okay. Was geht hier drüben ab? Man ist in so eine stürmische Seenot geraten. Achso, ich wollte mir noch die Flasche bauen eigentlich. Komm da. Oh, da hast du wieder einen Bogen gerochen. Da wolltest du wieder Möwen töten. Süßeste, unser süßester und bravester Begleiter. Du wärst wahrscheinlich auch so eine Missgeburt, die wo bei Castaway diesen Volleyball einfach ins Meer tritt. Unbedingt. Mit dem Fuß. Mann, da macht's doch echt Sinn. Was denn sonst treten? Oh, das ist eine fette Insel, Leute. Volleyball-Sang. Können wir gleich so einen Mega-Anker ausprobieren. Oh, ich hätte doch so gern noch die Flossen gebaut. Ich hab mir aber Seetang. Ja. Jede Menge Seetange. Ein Seetanker? Seetanker. Okay, Boden baue ich jetzt keinen weiteren, weil wir unsere Planken lieber aufheben, dass wir uns ernähren können, während wir die Insel töten. Genau. Das ist schon ein guter Plan. Noch so ein bisschen darüber. Gott, guck mal, wieder schön. Oh, hey. Es sind ja allmählich solche Monster. Jetzt langsam gefällt es mir ja auch so ein bisschen besser in unserem Mädchen. Hast du eine Ahnung, wie der Anker funktioniert? Mit dem Lager nicht so ganz zufrieden. Gott so auswendig nicht, ne? Ach, da ist eine Kurbel. Kurbel ist immer gut, ja. Cool. Cool. Kurbel. Kurbel. Ein fieser Geheimgang hier. Aha. Ein Wassermelonerich. Wieder oben. Fröhlich über die Felder springen und meine Wassermelone nasch. Samt der Schale. Mann, wieso ist denn immer Nacht, wenn wir in irgendeiner Scheißinsel sind? Das ist doch gar nicht wahr. Da ist Nacht. Ist bei dir Tag? Spüren wir jetzt wieder Forest oder was? Ja. Die Kiste gibt's keine. Keine sichtbare. Mein Gott, wie unser Floß vom Weiten ausschaut. Unser Raft. Entschuldigung. Aber echt. Tatsächlich verlottert diesem scheiß Bogen meinen Kletterpflanzenkleber wieder verbollert. Na, ich bescheuert.
Wo ist der Hor? Ich häng fest unter uns. Der Kai ist schon da. Ja, der hat mich schon geschnappt. Angeknuspert hat er mich schon. Weil da ist hier halt einfach kein Seetang, gell? Oh, aber ich glaube, wow, wow! Wie der auf mich zugesteuert kam. Das übel ausgeschaut. Und kein Seetang. Das ist bitter. Ich glaube, dass es überhaupt ein paar Planken gibt, wenn ich so einen Baum fälle. Ja. Wird zuerst massiv in Grenzen. Steve in Grenzen? Mhm. Ja, der Steve. Der halte den Steve in Grenzen. Oh nein, jetzt ist meine Axt kaputt. Dafür habe ich eine Kokosnuss gekriegt zum Essen. Das ist auch gut. Ein Geben und Nehmen. Alter, hier gibt's nichts. Das ist ja außer ein scheiß fucking Hai. Verpiss dich, Alter. Wenn man gleich die bessere Axt gebaut, da kenne ich nichts. Ja, sonst brauche ich echt nichts. Jetzt nehmen wir an Ton. Ja, Ton ist nicht schlecht. Ist echt nichts oben auf der Insel? Nee. Also ihr habt nichts gefunden. Vielleicht einfach nur geschält. War ich da drüben schon? Ja. Oder ist auch nichts. Oh oh. Oh oh. Oh! Alter, meine Energie, hä? Das war echt geil, oder? Die ist halt gar nicht mehr sichtbar. Das hat's geschafft. Okay. Ja, die Insel ist scheiße. Das konnte ich da auf jeden Fall schon mal sagen. Okay. Danke für diese Information. Eine Nutte, die Insel! Ach, bitte. Ja, das ist jetzt. Boah, das schmelzt jetzt noch, ist da zweimal Glibber drin? Das wäre Mankel. Ne, das war Metallbohren, okay. Gab's jetzt da Glibber eigentlich? Oder? Wir sind dumm, Benny, wir haben was falsch gemacht. Das war zweimal Metallbohren, verdammte Kacke. Also wir sollten genau die Seite auflassen, weil da ist die Kurbel von der. Ach so. Ach, man bekommt da nicht alles wieder, gell? Mhm. Ärgerlich. Ich vorher schon mal überlegt. Ja, da gab es jetzt echt keinen Seetank, hast du angesehen? Ich schaue jetzt gerade noch eine Runde runter. Ich glaube, was ja echt übel wäre. Ja. Richtig beschissen. Weil ich den Scheiß für meine Flasche jetzt verballert habe, mit einem blöden Bogen. Vor lauter Möwenmordlust. Ich hätte immer noch keine Flasche, muss mir noch mit meiner Tasse ernähren, wie so ein. Überhaupt nicht um den Bogen ging, er wollte wirklich einfach eine Möwe töten. Was war das jetzt? Ach du? Alter, du traust dir, hä? Gibt schon Sturzschaden, ne? Ja. Schätze ich mal, keine Ahnung. Boah, da geht's in den Spalt, ne? So, noch was gefunden. Das ist das Kupfer. Da ist eine Höhle, ja. Das ist wirklich eine Höhle? Wirklich eine Höhle? Wirklich? Mit dem Hai drin gefangen. Ja, tatsächlich, da ist eine Kiste. Sehr schön. Verbiesel die! Hä? Hey, ich hab nichts mehr. Mann ey, das war glaube ich sogar wieder ein Netzding, ja. Kein Speer mehr. Kein Speer mehr. Was denn der Gurde? Planken natürlich, was sonst? Ja, sowieso. Was eigentlich mit dieser Riesenmuschel? Keine Ahnung. Ist pro Insel eigentlich eine ungefähr, oder? Ja, drei Stück haben wir, glaube ich. Hier. Da war jetzt auch gerade wieder eine, aber ich habe sie liegen lassen. Was? Ja, ja. Du weißt doch nicht, wie wichtig die wären. Ich hoffe nicht. Das ist wichtig. Wie machen wir das denn? Da wollte ich Essen reinpacken eigentlich. Okay, da packen wir jetzt mal die Kokosnuss rein. Ja,
Also Mongosamen. Ist das jetzt wieder nur Metall jetzt, was das? Ja, ich hab nichts mehr eigentlich. Shit, shit, shit. Stecken fest. So, was hättest du gebraucht? Ja, Klipper immer noch. Achso, ja, wollen wir keinen Seet haben. Genau. Ich hatte jetzt gehofft, dass vielleicht ein bisschen was übrig wäre. Und jetzt gerade fällt mir ein, dass der Seetang halt wirklich komplett anders aussieht. Mein Gott, dreht's uns, uns dreht's. Der Wahnsinn. Ah. Also ein ultra-hardcore festgesteckt. Heftig. Jetzt ist echt ein Mongosamen ins Netz getrieben. Den ich eigentlich wegschmeißen hätte. Ton und Sand habe ich, aber Ziegel brauchen wir jetzt erstmal nicht, oder? Ich dachte, sagen, bauen wir noch einen Schmelzofen, aber mit was betreiben wir denn außer mit Liebe und, und Hoffnung? Ja, ich würde jetzt, weiß ich nicht, Ziegel bauen vielleicht. Die Grille ist auch schon wieder aus. Brauchen wir den scheiß Sand? Also doch, für Glas kann man das brauchen. Glas, ne? Ich hau mal in das Licht. Als Wort ein Reiniger, man hätte vielleicht. Ja. Ein bisschen Material drin. Platz ist halt. Das sag ich dazu. Lass uns da gleich einig sein. Ja, beiß da mal was an. Da angle ich einen echt schneller. Nein, meine Hits sind alle. Alle mal herkommen, alle. Wie gut. Aber was kommen, wo kommen eigentlich die kleine Trophäe hin? Da kann ich doch den Heilkopf nicht hinhängen. Wen hängst du wo hin? Achso, an die Wand, mal, was bastelst denn du schon wieder zusammen? Da steht E-Text ändern. Ah, jetzt. Da sind wir in der Schreibmaschine geschrieben. Ja. Das schaut leider nicht so cool aus, wie ich gedacht. Hat man ein Spot? Auch irgendwas noch hinhängen. Kommt schon wieder eine Insel. Okay, jetzt nachdem unser Anker nicht mehr kaputt geht, stört's mir gar nicht so. Ja. Und ich immer noch Glibber brauche. Was war das? Alter. Ich würde mit dem Haikopf auf dich losgehen und... Bist du ertrunken? Bin ins Wasser gefallen, ne? Vor allem für die Sauerstoffflasche und so musste er dann nochmal Flaschen bauen. Mhm. Ja, ja. Brauchst schon ein paar davon. Da ist der Hai jetzt dann irgendwann mal fertig. Muss unbedingt was essen, bevor wir inseln. Ich war echt erschrocken, aber ich dachte, du angelst. Und dann vorhin sagst du, sollst du nachher. Was du wieder für fiese Tricks drauf hast. Der Haken bereit auch bald wieder einen neuen, aber das geht mir eigentlich. Den Fässern halt nicht immer so viel Bullshit drin wäre. So, wie schaut's denn aus? Essen schaut's eigentlich auch schlecht aus, merke ich gerade. Ja, nur jetzt gerade den Hai gegessen und wieder was draufgelegt. Oh, meine tolle Angel gibt auch bald einen Geist auf. Meine hebt dann immer ewig. Hört man sich schon extra Metallangel?
Ist ja echt auch nicht so, dass die nach 200 Benutzungen kaputt ist. Ui, ich hab einen Wels gefangen. Den der Makler. Wels hat's gedacht. Aha! ja, ich auch. Schon so geil. Ja, gut. Let's go underwater. Sittung. Alter, klau mir bitte nicht alles. Sittung? Nein, das ist, glaube ich, genug für alle da. Denkst immer, du bist so ein Hardcore-Ninja-Looter, das ruckzuck weg ist. Jetzt habe ich sogar extra für dich die Riesen. Danke. Du wirst dir nur wundern, wofür wir die brauchen. Ich will jetzt erstmal sterben. Okay, oben gibt's keine Kiste. Ich habe gar schrecklichen Durst. Gott sei Dank habe ich eine Wasserflasche bei. Ich habe schon wieder so viel Kack in der Tasche. So, es liegt aber auch daran, dass er das ins Lager umfüllen wollte. Jetzt bin ich echt extra zu dem Fass geschwommen, dass er so am Arsch der Welt war. Ja, da wäre ein Kartäpfel drin und Kunststoff. Da kommt der Hoher. Kai, lass mich! Ich finde halt echt keinen Seetang. Hast du, gab's Bäume auf der Insel? Ja. So die Gefilde da. Schon ja. Alle. Nee, nicht alle. Zwei sind noch da. Okay, dann werde ich ja gleich mal raufmarschieren. Diese scheiß Kartoffel halt überhaupt nichts bringt. Für was kriegt man die? Kartoffel? Ja. Ja, vielleicht kann man da später einen Eintopf machen oder so. Stimmt, ja. Oh, so ist echt nutzlos. Wie in Echtheit auch. Ja. Hast du unter Wasser auch immer Shift gedrückt? Die meinen, dass er schneller schwimmt, aber das tut er ja gar nicht. Ich glaube, ich mache das auch immer mit dieser gleichen Hoffnung halt. Alter, ich, keine Ahnung, ich bin so weit weg, Schwimmer. Die Insel. Ah, doch. Die Richtung ist da. Brutal. Ich hab, Nein, wo ist mein Spieß? Nein! Boah, der Arsch hat genau da reinbissen, wo unsere Scheiß steht. Was? Ich bin mir froh, dass er den Anker nicht zerstört hat. Oi, das stimmt. Oder müssen wir vielleicht dann nochmal eine Reihe um den Anker rumbauen? Ja. Oh, dieser Scheißhai. Gib mir so auf die Nüsse. Diese ständige Gefahr. Der wird da ausgesetzt sein. Das ist schon krass. Alter, ich habe sage und schreibe von dem Seetang nichts aufgehoben. Okay, das ist echt krass. Ich habe doch echt alles, aber es waren eigentlich zwei. Nein, da war noch was da, ich bin voll. Ach so, okay. Das, wieso sieht man denn das nicht, wenn er so einen Karton fallen lässt? Jetzt konnte ich das nochmal abschwimmen, das konnte ich ja nicht liegen lassen. Das waren locker 10 Seetang. Boah, wie ist das nervt, Alter. Das ist schon krass. Ich kannte wenigstens irgendwie rot im Bildschirm stehen, sie sind voll oder irgendwas. Schwimmen die Kartonen oben oder unten? Die schwimmen eigentlich oben, glaube ich. Wenigstens so nur einiges gefunden. Na dann. Nutze meinen gern wieder. Meiner war ein ganz besonderer Seetang. Ach, fuck off, Alter. Das ist echt doof. Alter, Benny schwimmt zu dir. Aber es könnte eng werden. Wenn mir der Hai nochmal knuspert, dann. Okay. Die Planke muss ich noch mitnehmen. Die ist mein Tod wert. Ich bin tot. Hätte ich aber ohne Planke gar nicht geschafft. Aber mein Tod ist ja ein großartiger Zeitpunkt, um die diesige Folge zu beenden. Definitiv. Gibt es das Wort diesige? Hiesige? Die hiesige Folge zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Wenn es die nächste Folge nicht verpassen willst, dann lasst mir da vielleicht ein Abo da. Großartig. Ja.
Spätestens jetzt will ich dich deabonnieren. Ich deabonniere mich auch gleich.